Oh mein Gott, Freunde! Ich bin sowas von gehypt, denn heute geht's in die Runde Nummer 5! Och nee! Und mit dabei ist mein bester Freund Sandy! Herzlich willkommen, Sandy! Wieder bei Nein. dem langweiligsten... Ohne mich diesmal! Tschüss! Langweiligsten Part Nummer 5. Ist doch cool, oder nicht? Denn Freunde, ich glaube, so langsam habt ihr es begriffen, um was es geht. Wir fahren einfach eine langweilige, sinnlose Roblox-Fahrt, die einfach nur ins Unendliche führt und ins Nirgendwo. Und das macht alles nicht mal Sinn. Aber egal, Sandy freut sich dennoch sehr da drauf. Stimmt, Sandy? Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich werde gezwungen, diese Videos aufzunehmen. Ja, Sandy, das stimmt allerdings. Aber guck mal, ich komme. Alter, mir hat jemand was weggesprengt. Und hier, Freunde, können wir schneller und langsamer fahren? Bin bei 140. Mach mal hin da vorne. Hey, warte mal, ich steig bei dir ein, okay. Warte mal. Fährt das überhaupt? Gib doch mal Gas, oh mein Mann. Gott. Ich weiß nicht, ich glaube, hier oben ist ein bisschen unsicher. Okay, dann drücken wir halt ein bisschen zurück. So, was ist, wenn wir minus 100... Oh. Oh, oh, oh. Sandy? Oh, oh mein oh. Gott, Alter, die fahren jetzt gegen deine... Wow. Hast du den Stunt von dem gesehen? Alter, nicht schlecht. Okay, Freunde, ich glaube, ihr habt es begriffen. Wir müssen heute versuchen, das Ende zu erreichen. Okay, Sandy, komm mal zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. So, ich habe hier nämlich eine besondere Lok, eine SWAT-Lok. Und, Alter, die hat einfach Raketen. Warte mal, kann ich... Oh Gott, ey, willst du direkt so übertreiben? Ja. Oh, oh. Ich sitze doch nicht. Ja, steig ein. Ja, alles klar, alles klar. So, boah, ist ein bisschen, okay. Ist ein bisschen heiß hier hinten. Ja, keine Sorge. Ich fahre auch extra ein bisschen langsamer. Hä? Ich habe eine Bombe platziert. Alter, echt mal, man kann Bomben und Raketen spawnen. Nur mal so, ja? Und okay, Leute, das ist nämlich... Ah, du spawnst die Bombe. Ja, ich spawn die Bombe hinten. Okay, warte mal. Und jetzt mache ich mal... Was ist, wenn wir das hier aktivieren und... Yo, Alter, guck dir das mal an. Einfach Raketenantrieb. Wir werden dann automatisch schneller. Aber Sandy, wir dürfen nicht zu schnell sein, wenn wir fallen hier auch mal runter. Oh, ganz langsam. Sandy, ich sehe einen Gegner auf 12 Uhr. Ja, alles klar, Gegner auf 12 Uhr wird gespottet. Ja, aber Sandy, warte mal, irgendwie hängt der da fest. Soll ich ihm helfen? Zum Gegner fahren. Ja, warte mal. Alles klar, wir können mir sehr, sehr gerne helfen. Schönen guten Tag. Wie darf ich ihm behilflich sein? Ja, bitteschön. Fahr okay. Let's go, Sandy! Boom! Alter! Oh mein Gott. So, naja, das Problem wurde behoben. Yo! Und wir aktivieren mal unser Nitro. Hä? Oh mein Gott, du musst aus der Fahrt. Achtung! Unfall! Was geht denn hier ab? Unfall auf der A4. Wir bitten Sie, umzudrehen. Sandy, wir sind nicht auf der A4. Wir sind auf irgendwo im Nirgendwo. Ich glaube... Oh nein, oh nein. Oh, da kommt einer voll reingetreten. Oh mein Gott, guck mal, man kann die Schranke zumachen. Schranke geht's. Was hab ich gemacht? Okay. Oh mein Gott. Mach die Bombe. Oh. Ich hab die Bombe gedrückt. Du hast, okay. Was willst du drücken? Oh mein Keine Ahnung. Du bist blöd. Dachte ich. Alles voll in die Luft gesprengt. Wow. Und was ist eigentlich mit dem hier vorne, Sandy? Ich weiß nicht. Können wir irgendeinen Zug klauen oder sowas? Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ich kann den aber auch nicht aktivieren oder so. Doch. Guck mal. Oh, ich aktiviere den einfach. Oh mein Gott. Okay, ich bin hinten in dem Zug. Ey, warte mal. Was ist denn das für ein Troller? Gib Gummi da vorne. Ich rufe die Polizei. Ja, man kann den nur aktivieren, wenn man auch drinnen sitzt. Und Leute, der will uns hier irgendwie schwollen oder so. Das kann nicht sein. Alter, Junge, wir haben hier richtig Stau. Ey, guck mal, wie viel Thomas die Lokomotiven ist hier. Junge, richtig viele Thomas. Ich bin runtergefallen. Oh. Okay, Freunde, das Spiel habt ihr begriffen? Denn das ist die sinnloseste Fahrt Teil 5. Und ich werde mal zu meinem besten Freund fahren. So, ich gebe mal ein bisschen Gummi und... Alter, yo, der hat mich gecrashed, ey. Bist du da gerade runtergefallen? Ja, Mann. Ich hab dich gesehen. Alter, hier ist so ein Stau bei uns. Das glaubst du gar nicht. Ey, warte, Sandy. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. So, wir spawnen unsere SWAT-Lokomotive. Das ist übrigens die beste Lokomotive, die es hier gibt. Und, oh nee, Alter. Ich bin einfach verbuggt mit einem anderen. Das kann nicht sein. Oh nee, Sandy. Ich hänge bei einem anderen drinne. Ja, wir hängen alle bei einem anderen drin. Hier ist gerade mega Stau, weil er hier vorne nicht losfährt. Und ich kann auch nicht mal Gas geben. Ich habe eine Geschwindigkeit von 150. Und es passiert gar nichts, Leute, weil er einfach nur steht. Mann, ey. Und warte mal, ich hab eine Idee. Ich halte an, werde die Bombe platzieren und werde dann weiterfahren. Okay, Bombe liegt. Oh mein Gott, Leute. 3, 2, 1 und Action. Boom. Oh mein Gott. Was? Hab ihn hochgesprengt. Irgendwie, Sandy, ich hab ein kleines Problem. Wo bist du? Hänge hier unten. Mayday, Mayday, siehst du mich? Roger, Roger, ich komme, Houston.
Hänge irgendwie auf 8:30. Daddy, Hilfe! Ich sehe dich nicht mal. Hier, neben dir links. Neben mir? Ja, links unter dir. Ich bin doch direkt neben dir. Yo, Vitamine, was geht ab? Oh, ja. Alter, da ist jemand runtergefallen. Ja, egal, ich bin genau, guck mal, du bist genau vor mir. Daddy! Ich komme! Ja! Daddy, schau mal, ich hab mal ein bisschen die Farbe geändert, ja? Tut! Wir fahren jetzt als orange Lok hier. Aber Leute, ich kann auch natürlich noch andere Farben machen. Wir können auch wieder... Welche Farbe möchtest du haben, Sandy? Ich möchte ein Kastanienbraun. Ja, okay, das ist Kastanienbraun. Wie wär's mit einem Cyanblau? Okay. Oder ein Magenta-Rot? Okay, wir machen einfach mal, komm, wir machen so ein Dunkelblau. So, wir haben jetzt ein Dunkel... Oh, oh nein, es was gibt ist hier denn Stau- los? Ein Moment, ich kläre das natürlich friedlich. Lass mich das regeln. Schönen guten Tag, hauen Sie ab oder... Wow! Sandy? Jetzt weiß ich, wofür der blaue Button steht. Wofür? Raketen abschießen. Ach Gott, du Idiot, du hast mich in die Luft gesprengt. Ich kann hier jeden umschnetzen, Leute. Warte, ich komme. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Okay, und übrigens kann ich hier auch... Zack, oh mein Gott, Alter, ja, ich sehe dich. Oh mein Gott, ich komme. Ich muss weg. Gleich ist mein Wagen weg. Boom. Oh mein Gott. Hey, Sandy, soll ich warten auf dich? Ja, warte, wir kommen. Aber nicht wegspringen, ich bin hier. Ja, oder steigen Sie um? Oder fährst du damit? Nee, ich steige um. Einen Moment, ich muss einmal durch. Vielen Dank. So okay. Leute, warte mal. Willst du deinen Freund ärgern oder nicht? Ich hasse den. Okay, dann jag ihn in 4 Sekunden hoch. Ja, das ist ja, aber ich sag, gib schon mal Gummi. Okay. Gummi. Oh, Alter, er wird jetzt umgeschnitten. Keine Ahnung. Und eins. Und wow. Okay. Nein. War dumm, ich geb's zu. Das nennt man Karma. Okay, Freunde, aber das Ziel ist natürlich, bis zum Ende zu kommen. Deswegen steigen Sie bitte ein, Herr Sendex. Ja, alles klar. Und guck mal, wenn ich jetzt BAM nach vorne schieße, kann ich alle, die vor mir sind, zerstören. Wie nennt man das? Maulwurf hier drin. Wow! Okay, ich wusste nicht. Okay, sobald man die Raketen aktiviert... Hallo, irgendwer fährt mit uns mit, irgendein Random. Ist egal. Er darf hier bleiben. Und das ist mein Erzfeind. Echt? Ja, das war der, den wir weggesprengt haben gerade. Hä, gehen Sie mal runter von meiner Lok, Mann! Runter von meinem Rasen. Alter, ist die Insel das Ziel da hinten? Ja, die Insel ist das Ziel. Oh, wir können jetzt auch nicht Stau hinter. Oh, hä? Warte mal, was? Hat der uns hochgesprengt? Oh mein, der hat sich gerecht an uns. Alter, komm, Sandy, jetzt rächen wir uns an ihn. Wir machen jetzt den Rächerkäse. Ja, ich warte bei Gleis 9¾ auf dich. Bist du noch nicht? Hä, wo bist du? Ich wurde gerade überfahren von der Lok. Bam! Okay, Leute, jetzt werden wir es schaffen, bis zum Ende zu kommen. Und, guck mal, wie gesagt, ich kann auch BAM schießen. Und Alter, Sandy, ich habe jetzt keine Gnade mehr. Weißt du was? Oh, der macht ja Raketenantrieb vorne, aber. Okay, BAM, wir aktivieren die Raketen. Oh mein Gott. Abschuss! Boom! Und warte mal, den nächsten. Bekommen. Sollen wir den nächsten auch schießen? Ja. Okay, wenn der nicht abhaut, dann ist der gleich Matsch. Oh. Feuer, Freunde! Hä? Du hast drüber geschossen. Ja, dann nochmal. Oh, hinter uns ist ein bisschen Stau. Sandy, wir können nicht weiter, solange er hier den Stau. Alter, was geht hier ab Stau? Alter, ich treff nicht. Ja, nicht zu nah, sonst ist der, ne? Okay, Freunde, wir müssen eigentlich nur treffen und. Hä? Ich schieße in die Luft! Hä? Warte. Ich glaube, jetzt ausgestiegen, oder? Kann ich einsteigen? Weiß nicht. Fahr mal weg mit dem Ding! Ja. Einen Moment. Junge, der Knopf ist abgefallen hier von dem. Nein! Warte, ich komme zu Fuß zu dir. Okay, ich warte noch kurz, Sandy. Nee, ich glaube, du löst gerade einen kleinen Stau auf hinter dir. Und irgendwie hat einer da schon 300 Geschwindigkeit angegeben. Sandy, komm schnell! Oh mein Gott. Ich kipp Gummi. Oh, ich lasse mich hier fahren einfach. So, einmal, tut mir leid. An alle gehe ich hier vorbei. Okay, Freunde, es geht jetzt mal richtig weiter. Wir fahren jetzt mal ganz, ganz normal hier die Straßen entlang. Mit 20 km/h. Ganz normal, mit irgendeinem Typen auf unserer Lokomotive drauf. Ja, weil was der will, weiß ich nicht. Junge, das ist lebensgefährlich. Ja, das ist mehr wie lebensgefährlich. Ich würde sagen, 26 ist eine gute Geschwindigkeit. Oder was sagst du? Ja, wobei 25 gefällt mir ein bisschen besser. Ja. Oh nee, ey, das kann doch nicht sein. Okay, Sandy, wir sind wieder auf der Road. Und wir singen ein Lied. Wir singen das Hendrix-Lied. Oh! Okay. Du bist so schnell. Nein, ach Mann, ey. Das gibt's nicht. Leute, ihr seht, hier passiert absolut gar nichts. Außer die ganze Zeit nur Fails. Los, Sandy. Alle guten Dinge sind 3000. Und oh nein. Hinter uns ist einer, der 79 km/h fährt. Oh, Mann. Okay.
So, ich würde sagen, Leute, wir fahren 22 oder 25. 25 ist okay, oder? Was sagst du? Ja, 25 ist besser als 26. Ja, können wir auch 26 fahren? Hast du eine Bombe gerade? Boah, Alter. Ja, die hatte ich geplaced. Und Alter, die drängeln ein bisschen hinten, ne? Macht mal langsam da hinten! Oh mein Gott, Alter, Sandy, jeder möchte ans Ziel kommen. Alter, guck mal, der fährt quer aus. Der andere fährt runter. Und der auch. Oh mein Gott, ich glaube, der wird nicht lange überleben, oder? Nee, guck mal, und wir fahren hier schön langsam. Richtig, denn, Freunde, wir wollen ja mal irgendwann dieses Konstrukt hier schaffen. Vor allen Dingen gleich kommen hier so eine schwebenden, komischen Balken. Junge, wir sind ja nicht mal ansatzweise weit gekommen. Guck mal, wie wir hier noch vorhaben. Ja, und übrigens kann man hier die Schranke auf und zu machen. Warte mal, ich werde es mal testen. So, wir halten mal an. Okay, wir halten auch nicht an. Wir fahren einfach durch. Ja. Langsam, schön langsam. Okay, so, und ich würde sagen, oh nein, wie machen wir das jetzt? Oh mein Gott. Nicht so schnell steht da, ne? Wir müssen. Können wir ein bisschen langsamer fahren? Das Ding ist, ja, super. 0 km, das ist super. Okay, wir fahren 4 km. Ja. Das Ding ist, wir müssen aber schneller dann machen, weil wir nicht getroffen werden dürfen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, darf man von den Dingern getroffen werden? Was passiert hier? Ja, super. Oh mein Gott, keine Ahnung, was ich gemacht habe, Leute, aber jedenfalls habe ich es geschafft, Sandy. Ob geht's, Junge, wir waren noch nie so weit wie jetzt, ne? Und wir fahren erst seit einer Minute. Wir fahren einer Minute. Ich würde auch gerne schießen, aber ich bin ehrlich, ich traue es mich nicht mehr, weil zu riskant und so. Ja, lass einfach normal machen. Aber Leute, das ist die Roblox sinnloseste Fahrt. Teil 5. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Für 5000 Likes werden wir auf jeden Fall noch einen Teil 6 machen. Freust du dich schon, Sandy? Ja, natürlich. Ja, Teil 6 wird sicherlich noch cooler. Weil Teil 5 ist ja schon cool und Teil 6 ist dann noch cooler. Und Teil 7 und 8 wird noch besser. Teil 9 erst. Ich habe meine Bohne verschluckt. Sandy, eine Sache. Warte mal. Ich habe nämlich gesehen, vorhin von Weitem, hier fallen die Schienen runter. Ich glaube, wir müssen hier schneller fahren. Was für Schienen? Ja. Guck einfach zu. Da, sie brechen! Oh. Alter, hast du das gesehen? Nein! Wie nein? Mach nochmal, fahr nochmal rückwärts. Rückwärts? Ja. Nein, fahr vorwärts, du Idiot. Nein, weiß nicht, ob das so clever ist, Sandy, aber ich mach's einfach mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Yo, hast du das gesehen? Hä, wo denn? Wo? Ja, ich hab nach hinten geguckt jetzt. Na, hier vorne! Oh, wir sind zu langsam. Okay, jetzt hab ich's gesehen. Wow, okay, Alter, das reicht jetzt, oder? Junge, ich fühle mich hier wie ein Fast and Furious, Junge. Wir sind die Farmer Farm. Und Sandy, oh mein Gott, da drüben kommt gleich nochmal so eine Strecke. Wenn das so eine alten, verrosteten Schienen sind, dann ist das so eine komische, weißt du, so eine komische Schiene, die kaputt geht. Ja, das sind so alte Schienen. Alter, übrigens sind wir ganz schön dick, wir kommen nicht nach oben. Junge, vor allem, wie weit sind wir? Boah, wir haben noch einiges vor uns, ne? Ja, aber ich kann das Ende schon riechen und sehen. So, wenn irgendwie was Verdächtiges kommt, was auf unserer Strecke gefährlich sein könnte, dann schrei. Ich schreie, dass alle aufstehen in der ganzen Welt. Okay, und ich weiß schon. Weißt du, was jetzt kommt? Wir müssen schneller. Wir schaffen es noch nicht, Sandy. Oh nein. Okay, warte mal, ich halte an extra. So, Leute, wir machen jetzt ein bisschen schneller Geschwindigkeit und ich probier's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, Leute. Oh, nein. Wir dürfen aber natürlich vor der Kurve müssen wir wieder easy anhalten. Haben wir. Aber wir müssen anhalten und let's go. Oh, Profifahrer. Alter, Freunde, guck mal das. Die ganze Strecke ist gerade kaputt gegangen. Und mein Quadratschädel Sandy ist noch hinten drauf. Ja, ich habe Angst um mein Leben. Fahren wir mal weiter. Lokomotivfahrer Vitamin und Lokomotivfahrer Sandy sind am Start. Zu ihren Diensten, Leute. Und wer möchte eine Bombe? Da hinten liegt eine. Alter, pass auf, Junge. Ich mache hier gar nichts mehr. Gar nichts? Gar nichts. Okay, Sandy, guck mal unter uns. Alter, da ist einfach der langweiligste Spawn im ganzen Spiel. Auf der ganzen Welt. Ja. Das ganze Universum, im ganzen Trippelversum. Ich glaube, wir sind zu dick. Ich hätte das Steak heute nicht essen sollen. Guck mal, siehst du diesen gelben Punkt? Wenn ich darauf klicke, kann ich dich entkoppeln, oder? Nee. Du drückst gar nichts. Nee, kann ich nicht. Soll ich eine Bombe mal platzieren? Dann wär's unser sicherer Tod. Aber Leute, wir kämpfen uns hier natürlich noch. Wieso sind wir jetzt quer, Sandy? Oh. noch leben wir. Ah, okay. Ja, okay. Ja, ich dachte, wir sind tot. Ja, jetzt sind wir tot, Alter, warte mal, was sollen wir jetzt machen? Ja, wir können den ADAC anrufen. Okay, wähl mal die Nummer. Ja, alles klar. 112. Oh, nein. Okay, jetzt haben wir verloren. Was machst du? Ja, wir werden eh nicht mehr weiter weggekommen und... Boah. Ich gehe zu Fuß.
Warte, lebst du noch? Ich bin ausgestiegen. Okay, warte da, mein bester Freund. Ich werde dich easy abholen, indem ich mir jetzt meine Lokomotive spawne und ich hole jetzt Sandy ab, Leute. Und hey, Alter, was bist du für ein Typ da drin? Lass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, der Freund. Es macht halt mega Spaß, wie wir hier die ganze Zeit so eine langweilige Fahrt machen ins Nirgendwo. Und da oben ist Sandy. Warte, siehst du mich? Ja, aber du schwebst bei mir. Junge, ich bin auf den Schienen. Hä, du schwebst einfach bei mir. Und warum sind wir eigentlich entgleist? Kannst du mir das mal erklären? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu schnell irgendwie. Okay, ich würde sagen, Leute, wir werden natürlich mal Sandy abholen. Oh mein Gott, ich hoffe natürlich, wir fallen nicht runter. Wir dürfen auch nicht wieder bei diesen rostigen, verschimmelten Schienen zu schnell oder zu langsam fahren. Denn dort kommen meistens irgendwie so eine komischen Sachen. Aber wir werden jetzt erstmal gleich ankommen, Sandy, ja? Ja, ich warte, ich trinke noch meinen Kaffee in Ruhe. Ey, Kaffee schmeckt nicht. Aber Leute, ich habe hier irgendwie noch einen anderen Kandidaten drin, Sandy. Irgendwie will er nicht aussteigen. Du hast einen neuen Freund gefunden, oder was? Ja, könnte man so meinen. Die Frage ist, werden wir... Opa, oh mein Gott, Alter, ich fahre einfach nur... Jo, als wenn ich das geschafft habe. Ich habe nicht angehalten, Sandy, und bin einfach bei diesen Balken da komplett durchgekommen. Als ob, okay. Ich bin auch schon ein bisschen weitergegangen. Hä? Du bist bei mir einfach in der Luft? Ich habe ein Bein verloren bei mir. Echt? Ja. Naja, lieber Arm dran als Arm ab. Ja, und ich habe ein Bein ab. Na super. Oh. Nee, lieber Bein dran als Bein ab. Da haben Sie recht, Sandy. Okay, Freunde, schaut mal, wie weit Sandy und ich sind. Und oh, Sandy, schau mal den neben uns. Der schafft das einfach so langsam, wie der ist. Jo, als ob aber gerade so, ne? Alter, ja, richtig, richtig langsam. Aber Leute, wir fahren auch nur 19 km/h. Eine Geschwindigkeit von 19 haben wir. Hier... Oh mein Gott, das war der Endgegner. Oh nein, hier hast du dich noch. Ah, jetzt geht's aber, ne? Okay, es funktioniert. Ja. Alter, das war vorhin unser Endgegner, den wir nicht geschafft haben. Aber Sandy und ich sind natürlich echte Lokfahrer. Das Kraftwagenfahrer. Aber Leute, ihr seht's. Okay, Sandy, bis wohin bist du eigentlich gelaufen? Du hast ja gesagt, du bist gelaufen. Ja, bist du die nächste rostigen Schienen. Okay, wo sind die? Ja, dauert noch, glaube ich, bis. Okay. Und Alter, der hinter uns ist auch mega schnell. Du meinst, ob das auch schafft? Ja, ich weiß nicht. Übrigens, Leute, können wir hier uns im Shop auch rote Spuren kaufen. Ich würde sagen, ausrüsten. Okay, guck mal, wir haben eine rote Spur. Jo. Siehst du die? Ja, die geht durch meinen Bauch durch. Oh. Ja, tut mir leid. Das ist wie so ein Laserschwert. Ja, das fühlt sich super an. Okay, Sandy, ich bin mal gespannt, wo die nächsten rostigen Schienen sind. Ich hoffe nicht hier. Nee, ich hab, bis jetzt sieht alles gut aus. Okay, die rostigen Schienen. Jetzt geht's einmal so nach oben und nach unten. Aber Leute, da stand mit 19 km/h ist alles safe. Also bleiben wir bei dem safe. Ja, außer die rostigen Schienen. Aber vielleicht bin ich auch nicht durch die rostigen Schienen gefallen. Ich weiß nicht. Irgendwo durchgefallen. Genau, und Alter, Leute. Guck mal, die Insel. Da ist die Insel. Wir haben es nicht mehr weit. Und übrigens, Alter, der hinter uns, der kommt irgendwie ein bisschen näher. Ich finde, der fährt schneller als wir, oder? Ja, könnte schon ein bisschen sein. Der okay, hat gut Tempo. Okay, Leute. So, jetzt müssen wir aufpassen. Falls nochmal rostige Schienen kommen. Und ich glaube, ich sehe rostige Schienen. Die kommen gleich. Ja, kann sein, dass ich da runtergefallen bin. Das könnte unser Endgegner sein. Und dort ist schon die Insel, Leute. Die langweiligste Roblox-Fahrt könnte bald besiegt sein. Yeah, aber ich glaube, das ist das letzte Hindernis. Wenn wir das schaffen, dann... So, warte mal, wir fahren wieder ein bisschen schneller. Ich vertraue dir. Ich habe schneller gedrückt. Ja, alles gut, oh, super. Sandy, ich mach mir in die Hose. Ja, das machst du gut. Und langsam und... Oh mein Gott, Alter. Okay, ich glaube, jetzt war es das, oder? Jetzt müssten wir safe bis ans Ende dieses Parcours kommen. Zumindest hoffe ich das, Sandy. Ja, nur noch geradeaus fahren, ganz vorsichtig. Vollgas? Nein. Vollgas? Nein. Vollgas? Nein. Oh. Okay, Freunde, ich riskiere es. Wir drücken jetzt auf Vollgas. So, ich werde jetzt voll schnell fahren und... Oh nein. Sandy, die letzten Meter... Sollen wir zum Bus gehen? Oh mein Gott, wenn ich jetzt aussteige, bitte nicht runterfallen. Okay, Sandy, ich gehe die letzten Meter zu Fuß. Alles klar. Freunde, das war jetzt doch ein bisschen zu risikoreich. Aber wir haben es geschafft. Yeah. Und damit haben wir uns 250 Münzen verdient. 200 nur. Jo, warte mal, eine Bombe. Alter, wir kriegen die Bombe gratis? Ja. Jo, Alter, wie eine Disco-Kugel. Junge, soll das explodieren bringen, den Typen? Alter, ja, warte mal. Oh mein Gott, leg die Bombe hin. Leg die Bombe hin. Oh mein Gott, warte. Nein, die ist runtergefallen. Oh mein Gott, meine liegt noch. Nein! Oh mein Gott, können wir die noch spawnen? Warte mal, kann ich ihn blockieren? Ah!
Okay, er hat es geschafft, Sandy. Oh Gott, ey, stell dir vor, der wäre am Ende ausgerastet noch. Und das hier ist übrigens der Owner. Warum der unter Wasser ist mit einem Glas, verstehe ich nicht. Ja, komm, lass mal schauen, was hier noch zu entdecken gibt. Ja, ja. Du hast dich selber auch gesprengt? Ja. Ich würde sagen, ich werde aber ganz kurz noch mit euch hier schauen. Oh, gehen. Ich bin am Spawn wieder. Kann man noch hochgehen? Okay, hier ist gar nichts Besonderes. Aber Leute, wir werden mal ganz, ganz kurz noch in die Höhlen gehen. Die normale Roblox-Höhle. Hä? Warte mal, hier steht Roblox-Höhle, aber die normalen Höhlen. Okay, hier ist aber halt keine Höhle. Zumindest sehe ich keine, oder? Ich bin blind, Freunde. Und guck mal, man kann hier einfach auf die andere Seite gehen. Und okay, ist da unten was? Naja, egal, Leute, ich würde sagen, oh mein Gott, jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Ich würde sagen, Freunde, wir springen mal nach unten und sind am Spawn und können jetzt hier, Alter, wir können hier in die Luft jagen. Wir sind die Alter, Winner. Wir sind die Winner. Ich kann damit mal, bam, hier, guck mal, die Riesenbombe spawnen. Winner, Winner, Chicken Dinner. Okay, warte mal, zack. Oh, guck mal, hier die Riesenbombe auf dem Gleis, warte, oh, Alter. Ich habe mich selber hochgesprengt. Was geht denn jetzt an? Alles gut da unten? Ja, wow. Leute, ich lebe noch ohne Arme und ohne Beine. Leute, irgendwie... Bist du? Ich klebe hier. Du bist bei mir runtergefallen. Ja, hänge fest. Sandy, schau mal, ich habe jetzt so einen blauen Schweif hinter mir. Yeah. Okay, warte mal, kann ich ein V schreiben? Wie... Naja, okay. Ja, hat ja gut geklappt. Naja. Lernen müssen wir nochmal schreiben. Schreiben müssen wir nochmal lernen. Schreiben müssen wir nochmal lernen. Ja, reden muss ich auch mal lernen. Lernen muss ich auch mal reden. Ja, ja, genau. Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Liked auch das Video. Richtig, das, was Sandy sagt, sollt ihr auf jeden Fall machen. Ihr seht es. Wir sind den langweiligsten Parcours gefahren, den es hier in ganz Roblox gab. Und das sogar zum 5. Mal. Sandy, hat's dir gefallen? Ich bin ein bisschen schüchtern. Schüchtern? Machen wir es nochmal zum 6. Mal? Ja. Richtig, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, schaut unbedingt bei meinem besten Freund, den Sandy, vorbei und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin, tschüss! Tschüss!